Zahlreiche Titel hat er bereits gewonnen, sehr geehrte Zuschauer. Jetzt ist er Europameister. Die Rede ist natürlich von Alexander Germer. Er ist vom Schönebecker Jiu-Jitsu-Verein und wurde als einer von vielen bei der Schönebecker Sportler-Ehrung ausgezeichnet. Am Dienstag, dem 24. Januar, fand im großen Saal der Stadtwerke Schönebeck die alljährliche Sportler-Ehrung statt. Unzählige Sportler aus 12 lokalen Vereinen waren gekommen, um sich bei der 20. Ausgabe ehren zu lassen. Und ich denke, diese runde Zahl ist auch ein Ausdruck dessen, dass die Stadt Schönebeck dem Sport, den Sportvereinen, denen, die in dem Sportverein tätig sind, einen hohen Respekt zollt. Dafür Ihnen, den Sportlern, Sportlerinnen und den Übungsleitern nochmal recht herzlichen Dank. Landes-, Ostdeutsche und sogar Europameister standen an jenem Abend im Mittelpunkt. So bekam jeder aufgerufene Sportler eine Urkunde von Joachim Schulke, der Vertretung des Oberbürgermeisters Hans-Jürgen Haase, der dienstlich verhindert war, überreicht. Und da noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, wurden auch einige Übungsleiter aus den einzelnen Vereinen geehrt. Für mich persönlich haben alle Übungsleiter, Sportlerinnen und Sportler einen Anteil an dieser Entwicklung der Stadt Schönebeck, dass die Stadt einen guten Ruf insgesamt hat. Darüber freuen wir uns und daran sollten die jungen Sportler arbeiten, dass sie späterhin, so wie jetzt ihre Übungsleiter im Erwachsenenalter, wenn vielleicht das eine oder andere Zipperlein da ist, ihre Möglichkeiten den jungen Sportlern dann weitergeben, sodass wir weitere gute Entwicklungen haben. Alle Sportler und Sportlerinnen hatten die Stadt Schönebeck im Jahr 2011 würdig auch über die Landesgrenzen hinaus vertreten. Und genau so soll es auch in den folgenden Jahren sein. Ich habe eigentlich keine Angst, dass wir nicht immer jedes Jahr Meister ehren dürfen hier in Schönebeck. Wir werden sicherlich jedes Jahr bei so vielen Vereinen und solch einer Leistungsdichte, die wir in den verschiedenen Sportarten haben, immer wieder Meister zu ehren haben. Man darf gespannt sein, welche Erfolge die Athleten in diesem Jahr erreichen werden.